Hallo und herzlich willkommen zu Folge 50 von Dickurik. Kleines Special. 50 Folgen haben wir geschafft bei Dickurik. Es werden noch ein paar mehr. Nicht allzu viele, aber ein paar dürften wir noch voll kriegen. In der letzten Folge haben wir die Sache mit der Minecrawler-Höhle erledigt. Und jetzt bin ich hier am Ende noch ein bisschen durch die Gegend marschiert. Richtung Sternwarte und noch ein paar Golems umgekloppt. Und leider ist es wieder so ein kleines Fleckchen, wo man ja eine sehr geringe Sichtweite hat. Aber wir haben ja alles geplättet. Haben wir nicht sogar einen Trank gefunden? War wahrscheinlich wieder irgendein blöder, ja klar, ein Schnelligkeitstrank. Ja, ihr wisst, ich mag die nicht. Ja, da kriegst du erst irgendwie das Gefühl, dass du einen Geschicklichkeitstrank gefunden hast, dann hast du da so einen blöden Rotz bekommen. Und naja, darunter leidet dann natürlich die Stimmung, ganz klar. So, hier in der Nähe hatten wir doch einen Troll. Hier oben, da, genau. Und da sind noch ein paar Goblins im Weg, die haue ich jetzt sogar mit dem Rabenschnabel weg. Weil ich es kann. Ja, weil die sind hier das beste Arsenal gar nicht wert. So, roter Wind wieder ausgepackt. Ich habe übrigens immer noch vergessen, da bei Slate oder wie er hieß, dahinter zu schauen, was der eigentlich verbirgt. Ne? Müssen wir auch nochmal schauen. Also hier haben wir, wie gesagt, einen Troll. Ja, und der kassiert ja auch direkt. Der sieht gar kein Land. 2000 DP gehen an uns. Der Große fällt um. Und jetzt müssen wir hier natürlich noch Wertsachen suchen. Ah, die große Feuerrobe ist hier. Okay. Ich hatte die eigentlich woanders erwartet. Aber nun gut. Tatsächlich ist die besser als die Rüstung, die wir gerade tragen. Minimal leider nur. Aber selbe Stärke wird benötigt. Rennen wir mal vorerst mit der Robe rum. Habt ihr wenigstens das Gefühl, dass ich mal zumindest Magier Robe trug. Also wir können uns jetzt einreden, dass ich Magier bin. Kreis 0. Aber es ist ja schon ein eher seltener Anblick, dass der Neoras mal mit einer Magierrobe rumrennt. Auf jeden Fall, die fliegt hier oben herum. Oh, und noch Tränke. Bitte ist das kein... Das ist doch bestimmt ein Geschicklichkeitstrank jetzt aber. Ich krieg die Krise, wenn das wieder ein Schnelligkeitstrank ist. Aber ich glaube, die Form vom Trank weist eher auf... Jawohl. Drei Geschick mehr. 54. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber es wurscht. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Wir haben eine etwas bessere Rüstung, ohne Stärke einbüßen zu müssen. Also was heißt Rüstung, eine Robe. Klar, natürlich nur im Feuer- und Magiebereich. Zum Glück haben wir jetzt die ganzen Feuerwaranen in der letzten Folge schon abgeschlachtet. Gut, hätte mir die Feuerrobe aber auch ein bisschen besser vorgestellt. Ich dachte, hier dann weniger Waffenschutz und dafür mehr Feuerschutz. Ne, so als Feuerrobe. Aber wie gesagt, die Informationen, die ich hatte, sind vielleicht... entweder veraltet oder ich spiele eine veraltete Version. Aber was ich auch nicht hundertprozentig sagen kann. Klar, klar. Ja, 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 ich verstehe schon. Ja, ja. Ich kann mich gar nicht bewegen hier. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Was ich nicht ausstehen kann, ist, wenn vor einem einfach so Gegner spawnen. Da werde ich leicht sauer. Ist natürlich noch nichts passiert, klar. Aber ich habe tatsächlich das Verlangen, die Kameraden hier zu ignorieren. Wir müssen jetzt hier mit der Brücke arbeiten. So ein bisschen. Tatsache, es funktioniert sogar. Wenn der Fokus klappt, Dankeschön. Manometer, wird das hier noch so eine knappe Geschichte? Ja, da ist natürlich wieder der standardmäßige Tipp, den man von jedem großen Kämpfer bekommt. Ne? Nicht allein die Stärke, euer Geschick ist wichtig für den Kampf, sondern auch die Umgebung. Macht sie euch zu Lutze. So, und da ist der letzte.
Da war doch auch noch irgendwo bei der Burg. Da sind wir doch auch irgendwo durch die Gegend geeiert. Da war doch auch irgendwo noch ein Zombie, den wir damals noch, dem wir gar keinen Schaden zugefügt hatten. Und da habe ich nochmal einen Abgang gemacht. Da könnte man auch nochmal vorbeischauen. Mir fallen jetzt gerade noch so ein paar Locations ein, die wir noch nicht hatten. Aber wir können dann eigentlich auch demnächst einfach zur Hauptquest übergehen. Jetzt müssten wir schon gleich in der Nähe der Sternwarte sein. Und da erwarten uns natürlich ein paar Skelette. Die hatten wir aber auch, glaube ich, schon entdeckt gehabt, als wir das erste Mal dort waren. Keine Ahnung, ob wir da noch ein Amulett finden. Jetzt haben wir einige doppelt. Mal schauen, ob wir hier oben noch eins finden. Die Sternwarte ist, wie gesagt, eigentlich auch noch nicht wirklich integriert. Man muss hier nur mal hin, weil da eben der eine Wächter dann irgendwie, oder was heißt Wächter, der Typ da halt vorbeimarschiert oder da steht, der Kartenzeichner, so war es, so hieß er. Ansonsten hat die hier gar keinen Zweck. Leider. Ist ja kaum zu bestreiten, dass hier dann was Magisches hätte abgehen können. Aber ich sag, leider sind hier nur ein paar Skelette. Und untote Orks sind hier auch. Der bringt uns gar nicht um. Der, okay. Da falle ich wieder um, okay. Jetzt spielen die da drin Reise nach Jerusalem oder so. Ich ginge davon aus, dass die uns töten. Das ist ja äußerst interessant. Fragt mich nicht, warum wir nicht tot sind. Ich kann es euch nicht beantworten. Ich ging stark davon aus, dass die uns einfach umlegen. Also wir haben ja hohe Tempelwächter, so heißen die. Ansonsten, wir sind aber auch nicht tot, ne? Nö, wir sind fit. Warum auch immer. Ganz seltsame Sache. So, wenn die hier vorbeilaufen... Oh, ich habe die Waffe nicht ausgewählt, das ist natürlich schlecht. Dann sollten wir die hier ein bisschen abfangen. Ja, genau so. Das könnte echt ein Spiel sein. Ja, da wäre wieder das Thema Umwelt ausnutzen. Und natürlich die Blödheit des Gegners. Da kommt der nächste vorbei, da ist er wieder. Einer nach dem anderen. Und noch ein Level Up. Und hier drin ist aber nichts. Also ihr macht das jetzt nicht hier... Ah doch, Tatsache, man kann was mitnehmen. Welle des Todes. Ja, okay. Ist eine relativ starke... Ist ein relativ starker Spruch. Also tatsächlich nicht mal für nichts hier rein. Untote Orks ist natürlich so eine Sache. Da unten ist ein Schild. Gehen wir gleich auch mal hin. Können ja gleich wieder hier hochmarschieren. Hoffe ich mal. Bisschen Fallschaden ist gesund. Das sind aber, glaube ich, schon so Easter Eggs. Also so wie zum Beispiel dieses Baustellenschild. Was steht denn da? Out of area. Sorry, the world is under construction. Ja, also hier hätte vielleicht sogar noch mehr passiert. Hier haben wir auch wieder so ein... So ein Ding unten drunter. Wäre vielleicht noch viel passiert. Also ich muss ja auch generell sagen, die Karte an sich ist ziemlich groß. Beziehungsweise hat noch sehr viel Potenzial, viel größer zu werden. Ist aber leider nie fertiggestellt worden. Oder zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Okay, also zurück zur Sternwarte. So, da oben sind... Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir hier sogar einen Feuerregen gebrauchen. Aber wobei... Sind ja ziemlich vereinzelt unterwegs, die Freunde. Brauchen wir erstmal die Magier um.
Ja, wird jetzt von hinten angesprungen. Also Schaden bekommen wir tatsächlich noch ziemlich gut. Deswegen wir auch die Crawler-Rüstung brauchen, ganz klar. Wobei die Gegner werden jetzt, glaube ich, nicht mehr viel stärker. Also wir haben jetzt schon so ziemlich das Maximum erreicht. Können wir da rein? Nö, wir bekommen einen Haufen Schaden. Und werden rausgeschmissen. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich auch gar nicht groß was finden. Man kann hier aber halt Gegner knüppeln und einen Haufen EP sammeln. Wobei wir jetzt schon ziemlich viele Lernpunkte, schon Erfahrungspunkte brauchen zum nächsten Level Up. Da kommt wieder der nächste angesprungen. Und wir kommen da tatsächlich nicht rein. Ich würde es ja nochmal versuchen. Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit. Irgendwie sich ja hier einzudrücken. Ah, Tatsache. Oh, eine Bibliothek ist da in der Mitte. Ist auf jeden Fall interessant. Schauen wir mal, was da drin ist. Vielleicht finden wir ja doch noch was Wertvolles. Wäre ja wünschenswert. Natürlich mit gezogener Waffe. Heute drin ist nur eine Riesenratte. Aber ein Schlüssel, schon wieder ein Schlüssel. Noch ein geheimnisvoller Schlüssel. Ich werde das Gefühl nicht los, es ist für eine Quest. Oder war das andere mysteriöser? Oder war das jetzt auch ein geheimnisvoller? Ein geheimnisvoller. Ein normaler. Irgendwo müssen wir doch noch einen haben. Ganz viel Krimskrams. Ja, wir haben tatsächlich zwei geheimnisvolle Schlüssel. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass ich weiß, wofür das Ganze. Denn es ist so. Ah, das Geld beschwört ein bisschen. Eisfallrune. Der Typ, den wir dann noch treffen werden, für den müssen wir verschiedene Prüfungen machen. Also sprich dann die nächsten Hauptquests. Und diese können aber nicht komplett beendet werden. Also sprich die Quest selbst oder eine von diesen Quests ist nicht... Oh Gott, da kommt die ganze Mannschaft. Die Quests sind quasi nicht alle vollends fertiggestellt. Das soll heißen, dass wir die gar nicht beenden können. Vielleicht zählt da auch diese Quest dazu. Könnte erklären, warum wir überall geheimnisvolle Schlüssel finden. Ich habe ja erst gedacht, ich hätte was übersehen auf der Insel, aber vielleicht ist das ja alles nur Teil einer Quest. Vielleicht können wir die sogar machen, die Quest. Ich weiß ja nicht mehr. Aber es sind nur noch ein paar Quests übrig. So viel kann ich schon mal verraten. Aber bevor wir jetzt wirklich mit dem Typ da reden, hatte ich mir halt vorgenommen, hier erstmal euch alles nochmal zu zeigen. Jetzt müssten wir aber alles gesehen haben. Jetzt ist hier außenrum auch nichts mehr, oder? Ein bisschen K drücken, damit es schneller geht. Nö. Also hier unten war jetzt auch eine halbe Fußballmannschaft an Skeletten. Aber ansonsten ist hier jetzt alles erstmal geplättet. Heißt, wir können mal zurückmarschieren. Nein, nicht Feuerregen, den brauchen wir nicht. Teleport. So. So, jetzt mal wieder zu Hause. Also das heißt zu Hause im Lager. Und jetzt werde ich mal ganz kurz nochmal den... wobei, den Slay soll ich vielleicht eher abends unboxen. Ja, wobei, was... Dann haben wir halt Stress mit allen, ist auch egal. Jetzt ist jetzt die Frage, soll ich jetzt noch Magie erlernen? Also ich hätte 40 Lernpunkte, aber die gehen dann bestimmt alle wieder drauf... Also die gehen alle drauf für die Magie bestimmt. Wobei, was haben wir denn überhaupt für Runen, ne? Stellen wir uns erstmal die Frage. Auf der anderen Seite haben wir ja auch genug Spruchrollen. Nur Licht ist Kreis 1. Ah, Eispfeil auch. Aber ich glaube, wir kommen auch mit den Spruchrollen, die wir haben, prima zurecht. Haben wir auch 5 Todeswellen für Notfall. Und noch ein paar Mal Feuerregen. Ich glaube, ich lasse es mir mit der Magie einfach sein. Ist natürlich jetzt die Frage, ob ich die Stärketränke herstellen sollte. Denn wie gesagt, es gibt noch ein stärkeres Rezept, also ein besseres. Aber ich habe so langsam das Gefühl, dass das schon fast egal sein könnte.
Jetzt während, weil wir jetzt eh schon so ein bisschen über allem stehen. Kannst du meine Kampfkraft? Denn wie gesagt, man hätte das glaube ich schon längst beenden sollen. Deswegen gehe ich hier nochmal ein bisschen auf Stärke. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Okay, also 100 war Maximum. Dann war es vielleicht doch ein bisschen blöde, die ganzen Stärketränke reinzukippen. Hätte ich auch drauf kommen können. Aber wir können es noch ein bisschen nach unten drücken. Denn jetzt können wir nicht mehr die Waffe tragen. Da geht noch was. Kannst du meinen Kampf? Wie gesagt, was wollen wir jetzt noch mit Magie? Und die ganzen Kreise kosten bestimmt auch eine Menge, deswegen lassen wir das einfach. Du bist am Ende. Und böllern alles auf Stärke. Hauen wir nochmal alles raus. Was war denn? Okay, jetzt haben wir genau 100. Haben wir immer noch 14 Lernpunkte. Vielleicht reicht es ja noch für Kreis 1. Ich hätte halt nur wirklich gerne entweder noch einen zweiten Ring der Macht oder so einen Ring der Stärke, nicht der Kraft. Jetzt haben wir 119. Wenn ich jetzt die hier anziehe, 85, okay, es reicht sogar schon. Sehr gut. Die hat 80, 15, 30, 5. Ja. Sollte schon die beste sein. Die gute alte Crawler-Rüstung. So, jetzt schauen wir nochmal kurz bei den Händlern vorbei, beziehungsweise beim Taliasan. Als erstes, um die, ja, um hier runterzufallen und festzustecken. Schon ganz kurz K drücken. Hey du! Entschuldigung. Da hast du noch mal Glück gehabt. Ja, war nicht geplant. Dann werden wir jetzt mal zu Taliasan gehen, vielleicht noch Kreis 1 erlernen. Das ist immerhin praktisch, dann Lichtdrohne zu haben. Denn wie gesagt, Stärke brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Aber wir können halt eben noch einen Haufen Stärketränke herstellen und das werde ich auch machen. Beziehungsweise, wie ist denn das jetzt? Jetzt habe ich ja wieder unter 100 Stärke. Könnte ich jetzt nochmal lernen? Also nur von der Theorie her. Hey, Azarend, hallo. Hier spielt die Musik. Was ist mit dir los? Hörst du mal auf hier? Dankeschön. Kannst du meine Kampf? Könnte ja gut sein, dass wir jetzt doch nochmal, ne? Ja, das klappt. Habe jetzt nur noch einen, weil wie gesagt, ich will immer gucken, dass wir wirklich jetzt vielleicht noch Magiekreis 1, denn ich habe es ja immerhin versprochen oder gesagt und deswegen wenigstens die Lichtrune wäre praktisch. Wenigstens das könnte ich mal umsetzen. Wenigstens das. Da ist er, der Gute. Ich gebe auch die Quest, wie gesagt, ab, denn ich bin jetzt bereit, den ersten Kreis zu lernen. Was will ich mit den Amuletten? Der erste Kreis der Magie. Wenn du seine Kräfte beherrschst, ohne zu verstehen, was Magie bedeutet, gefährdest du dein Leben. Deswegen vernehme meine Worte, deren Gültigkeit über die Zeit hinausreicht. Um uns leben und wirken Kräfte in der Natur, die sich der alltäglichen Wahrnehmung entziehen. Elementare und Naturgeister sind nur eine Auswahl aus der Schar jener, die mit ihren unsichtbaren Händen in unsere Welt greifen. Was der eine für sein Handeln hält, ist manchmal nur das Spiel zweier Geister. Der Magier ist es, der all diese Rätsel und Strömungen aufspüren muss. Er ist es, der erkennt, dass im Unsichtbaren Gesetze stecken. Gesetze, die so feststehen, als hätte die höchste Macht selbst sie in eine Steintafel gemeißelt. All jene Zauber, die du im ersten Kreis der Magie erlernen wirst, werden dir nach und nach helfen, die ersten Geheimnisse zu entdecken, die dich umgeben. Okay. Und immer mehr wirst du lernen, sie dir zunutze zu machen. Also wir können Licht benutzen. So, also die Teleporter haben wir, wie gesagt, dabei. Ich will jetzt nur gerade schauen, welche, denn praktisch wäre es natürlich trotzdem noch, wenn wir ein paar davon hätten. Also wir haben Aquarius zweimal, Gemini zweimal, Piscis zweimal, Taurus brauchen wir im Prinzip nicht mehr, da unten waren wir. Wo uns Leo hinführt, weiß ich gar nicht. Und Capricorn haben wir auch noch zweimal, aber wie gesagt, Leo haben wir sowieso dem schon mal gegeben, deswegen das wird er uns nicht mehr abnehmen. Ich werde auch mal versuchen, vielleicht kann ich ihn dann noch umboxen und dann nehme ich mich einfach wieder mit. Vielleicht klappt das ja. Ja, zwar ein bisschen lächerlich, aber egal. Ich habe was zu den Teleportern rausgefunden. Ja, erzähl schon. Magisches rotes Feuer, bin durchgegangen. Ich habe es geschafft, ich bin durchgegangen. Was? Wie, du hast es geschafft? Ich bin durch eines der magischen Tore gegangen und bin teleportiert worden. Großartig.
Wie hast du das geschafft? Die Amulette spielen da eine wichtige Rolle. Sie sind wie ein Schlüssel. Man kann nur mit einem bestimmten Amulett ein bestimmtes Tor des Teleporters benutzen. Und dies scheint auch immer nur zu einem bestimmten Teleporter zu führen. Interessant. Die früheren Bewohner nutzten dies bestimmt, um schnell von einem zum anderen Ort zu gelangen. Bestimmt war es nur Hochgestellten erlaubt, die Amulette zu nutzen. Dann gibt es bestimmt noch mehr von diesen Amuletten. Ja, ganz bestimmt. Wenn du Glück hast, findest du bestimmt noch mehr davon. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich habe einen gefunden und wollte durchgehen. Ja und? Als ich näher kam, erschien da ein rotes magisches Feuer und ein Gebrüll, welches direkt aus der Hölle zu kommen schien. Da erzählst du mir nichts Neues, das kenne ich selber. Okay, warum jetzt Fehlschlag? Ich bin in das rote magische Feuer gegangen. Haha, und du hast überlebt? Mann, du hast mehr Glück als Verstand. Oh ja, das gab einen Hieb wie von einem Troll. Ich hatte wirklich Glück. Da erzählst du mir nichts Neues, das kenne ich selber. Okay. Hast du nicht was vergessen? Nein, ich vergesse nie etwas. Nicht? Ein Versuch war es wert. Also, zu deiner Belohnung. Ja? Hier, zwei Tränke zur Stärkung und zwei Zaubersprüche sind wohl angemessen. Was? Reicht das nicht? Hat die Gier der Söldner dich angesteckt und deinen Geist verdorben? Bestimmt nicht, aber ich habe mein Leben riskiert. Unser Leben riskieren wir doch alle hier täglich. Und du willst dir doch unter Berenga die Anerkennung eines wahren Kämpfers verdienen. Ja. Gut, also pass auf. Die Bauweise der Teleporter lässt darauf schließen, dass es 6 Amulette geben muss, damit man diese Reisetore benutzen kann. 2 habe ich bereits. Besorge mir die restlichen 4. Okay, nur noch 4 brauche. Für das nächste Amulett zahle ich dir 300 Silber. Und für jedes weitere verdoppelt sich die Belohnung. Das ist ein vielversprechendes Geschäft, oder nicht? Einverstanden. Ich werde die Amulette schon auftreiben. Gut. Aber du solltest sie mir alle beschaffen. Falls es dir wirklich gelingt, die restlichen 4 Amulette zu finden, werde ich mich besonders großzügig zeigen. Und was verstehst du unter Großzügigkeit? Besorg mir diesen magischen Schlüssel. Und du weißt mein Wort, du wirst es nicht bereuen. Also das hätte man schon viel früher so ein bisschen, also hätte man immer mal wieder ein bisschen EP mitnehmen können. Fällt mir gerade mal so auf. Was hat der jetzt uns, der hat uns jetzt wieder irgendwelche Rotze mitgegeben, ne? Erstmal irgendwelche unnötigen Tränke. Aber wir haben natürlich alle dabei, ist natürlich nur die Frage, welche braucht er denn, welche hat er denn schon? Also Leo hat er mit Sicherheit. Aquarius können wir ohne Probleme aushändigen, genauso wie Gemini. Und Pisces, Leo hat er schon. Und Capricorn hat er, glaube ich, auch. Das heißt, das Einzige, was wir verlieren würden, wäre Taurus. Und da müssen wir nicht mehr hin. In dem Fall würde das eigentlich passen. Das heißt, wir geben dem jetzt alle ab. Und dann müsste die Quest erledigt sein. Und dann haben wir nur noch die Hauptquest. Ich dachte eigentlich, könnten wir die jetzt schon angehen. Aber es zieht sich noch ein bisschen. Hier sind die Amulette für die Portale. Ausgezeichnet. Dann lass mal sehen. Genau, nee, wobei doch nee. Die müssten, also wir müssten Aquarius, Pisces und Gemini hätten wir doppelt und Taurus kann weg. Ja, perfekt, nehmen wir. Sehr gut. Wieder eines der Amulette in meiner Sammlung. Das klingt leicht größenwahnsinnig. Ja, wie abgesprochen, deine Belohnung. Weiter so. Es müssen noch andere dieser Artefakte zu finden sein. Und hast du noch mehr? Hab alle. Sehr gut. Wieder eines der... Ja. Weiter. Das ist dann immer, die, ist dann immer dieselben Dialogzeilen. Deswegen können wir das überspringen. Sonst gehen wir mal alles ab. Ja. Und tatsächlich, das und? Geld verdoppelt sich immer. Bei jedem Mal. Also das hier kann man sehr gut Geld verdienen bei der Quest. Sehr gut. Ja. Du hast es geschafft. Und
So, ich muss nicht flüstern. Damit hast du mir einen großen Dienst erwiesen. Hab ich so nebenbei gemacht. Nebenbei? Nicht so voreilig. Auch wenn mein Ruf nicht der beste ist, mein Wort pflege ich zu halten. Du hast doch nicht vergessen, dass dir noch eine Belohnung zusteht. Nee, hab ich nicht vergessen. Ich weiß von deinem Versprechen, aber ich wollte dich prüfen. Du willst mich prüfen? Wenn es dir gelingt, Wasserberg auffließen zu lassen, dann kannst du es gerne nochmal versuchen. Dafür aber sind deine Fähigkeiten zu gering und damit sind wir auch schon bei deiner Belohnung. Da du dich unter anderem für den Weg der Magie entschieden hast, biete ich dir an, dich in die nächsten zwei Kreise der Magie zu unterweisen. Oder bist du der Meinung, dass dies nicht deinen Wünschen entspricht, so kannst du von mir zwei mächtige Tränke der Kraft und der Geschicklichkeit erhalten. Das ist eine Zwickmühle. Für was entscheidest du dich? Die Kreise der Magie 2 und 3, wie gesagt, wir haben eigentlich genug Spruchrollen, die das kompensieren. Deswegen würde ich mich jetzt für die Tränke entscheiden. Und hoffen, dass ich nicht bereuen werde. Aber ich glaube nicht, denn so viele Runen hätten wir dann auch nicht. Klar, vielleicht können wir noch ein paar herstellen oder so. Weiß ich nicht. Oder kaufen. Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Dafür haben wir jetzt auch zu wenig Mana, als dass das wirklich fruchtet. Ich nehme lieber die Tränke. Damit kann ich schneller meine Kraft ausüben und schneller Wirkungen erzielen. In Ordnung. Wie du willst. Hier sind die Tränke. So, jetzt ist die Quest bei Taliesin auch beendet. Jetzt haben wir nur noch die Vergangenheitsquest. Und jetzt haben wir tatsächlich noch 5 Stück. Alle bis auf Tarus. Und Tarus führt uns, wie gesagt, da unten hinein. In die Höhle, wo wir nicht mehr hin müssen. Das heißt, theoretisch ist jetzt eigentlich alles ziemlich perfekt abgelaufen. Mit den Amuletten. Jetzt haben wir hier natürlich nochmal 8 Geschick und 8 Stärke mehr für uns. Aber ich glaube, ich werde die letzten 3 Lernpunkte erst nochmal in Stärke reinfetzen. Und dann nehme ich den Trank und dann stelle ich die anderen Tränke her. Und dann geht's richtig los. Dann wird Stärke reingepumpt ohne Ende. Ganz kurz, testweise. Bist du unbesiegbar? Nein, bist du nicht. Hallo? Jetzt ist es wieder verbuggt hier. Das heißt, wir können hier theoretisch auch alles wieder mitnehmen. Aber das kann er gerne behalten. Hat er noch Sturmgeflüster. Feuerregen, ja, Kreis 5. Und wir hätten nur 2 und 3 lernen können. Ich lade neu, ich lasse ihn am Leben. Wer weiß, vielleicht ist er doch nochmal wichtig. Ich glaube es zwar eigentlich nicht. Jetzt können wir hier... Ich mache es jetzt, wie gesagt, denn ich weiß, dass wir für den anderen Stärketrank nicht genug sonstige Rohstoffe hätten. Deswegen werde ich die Trollkirschen jetzt einfach hierfür benutzen. Ist übrigens ganz schön, dass wir jetzt schon zu wenig Zutaten. Was fehlt uns denn? Oder habe ich vielleicht schon den guten Trank und habe es nicht bemerkt? Trollkirschen hätten wir jetzt noch 6 Stück. Das ist natürlich ein bisschen verschwenderisch. Wo ist denn der ganze Kram? Jetzt haben wir die blöden Unterwasserpflanzen wieder, sehe ich gerade. Also Seraphis haben wir noch. Sagen wir bloß, wir haben keine Laborwasserflaschen. Ja, übrigens 10.000 Gold. Ich glaube, wir haben keine Laborwasserflaschen und das ist das Problem. Ansonsten, was sind das überhaupt jetzt für Tränke? Sind das 5er? Nein, es sind die 8er! Hör auf! Dann haben wir den besseren. Nee, hör auf, wir haben doch nicht den guten Stärketrank. Ich dachte, wir hätten den schwachen. Das ändert natürlich einiges, wenn das jetzt doch nicht so viel Ressourcen verbraucht, wie ich anfangs dachte. Ich brauche Laborwasserflaschen und zwar flott. Und danach haben wir, glaube ich, nie wieder Probleme. Ne, ich habe noch eine Laborflasche. Was fehlt denn dann? Moment. 5 Seraphis, 5 Velayes und eine Trollkirsche. Ah, und haben wir keinen Reisschnaps mehr? Das kann doch auch nicht sein. Nee, Reisschnaps immer 113.
Daran kann es nicht liegen. Weil ich sehe aus Reisschnaps 5 Seraphis, 5 Velaris. Vielleicht ist es nochmal hier anders. Ne, da steht nur, was wir können. Ich gucke ein paar Laborflaschen, vielleicht liegt es ja doch daran. Ups, kurz runtergefallen. Hier sind alle platt, die haben wir alle ausgenommen. Deswegen habe ich jetzt auch mal Taliesin leben lassen, weil im Prinzip macht das keinen Sinn. Wir müssen nicht alle umboxen. Wir haben eh schon mehr als genug von allem. So, also gehen wir mal kurz die Händler ab. Kaufen Laborflaschen und dann können wir eigentlich unsere großen Stärketräume erfüllen. Da hat auch schon, was wir brauchen. Die kosten sich auch gar nichts. Sonst hat er nichts Wertvolles. Leider nicht. Außer ein Haufen Kram von uns. Und wir haben jetzt alles im Überfluss. Also wir brauchen weder Geld noch sonst irgendwas. Wie gesagt, normalerweise beendet man das Spiel auch, glaube ich, ein bisschen früher. Ich bin halt ein bisschen extrem und will euch alles zeigen. Deswegen haben wir von allem mehr als genug. Jetzt hoffe ich, dass es wirklich an den Laborwasserflaschen lag. Ansonsten, wir hätten jetzt schon mal 40 Stärke mehr. Kann man auch mal. Kann man auch mal dabei belassen. Auch nicht schlecht. So, geht's jetzt oder geht's jetzt nicht? Ah, okay, es lag wirklich daran. Ja, das ist ja perfekt. Das heißt, ich baller jetzt 10 Trollkirschen raus. Und hab dafür 80 Stärke mehr. Wir können jetzt 88 Stärke uns noch draufboxen. Da hätten wir das, was ich... Ich hab echt gedacht, wir hätten die 5er Stärke-Tränke, nicht die 8er. Oh Junge. Oder ist sogar 11 Trollkirschen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne, werden 10. Aber jetzt haben wir auch kein Seraphis mehr. Also das hat gerade so geklappt. Das heißt, in der nächsten Folge... Ne, Quatsch, haben wir noch? Ne, die Folge ist rum. Das heißt, in der nächsten Folge, in Folge 51, werde ich mal schauen... Ja, ich werde dann noch 3 Lernpunkte auf Stärke hauen und mir dann alles runterkippen. Und dann haben wir 170 Stärke und können im Prinzip alles besiegen. Neue Rüstung haben wir auch. Nichts steht uns im Weg. Das heißt, wir können dann demnächst auch die Hauptquest angehen. Ich schaue nochmal vielleicht nach einem besseren Ring, auch wenn ich nicht glaube, dass wir einen finden werden. Ich werde nochmal Slate umboxen und dahinter schauen, was sich da noch verbirgt. Denn das hatte ich ja fast schon wieder vergessen. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz dahin marschieren, damit ich es auch ja nicht vergesse. Heißt, in der nächsten Folge gucken wir uns hier nochmal ein klein wenig um. Und ansonsten gehen wir der Hauptquest nach. Also wir haben jetzt alle Nebenquests erledigt, es gibt keine mehr. Aber wir machen wieder bald ein Level ab, ne? Dann vielleicht doch nochmal 13 also Stärkepunkte, damit wir gar nichts mehr und dann reinfetzen. Wobei, ich könnte auch notfalls nochmal hier alles abnehmen. Und na egal, wir werden sehen, wie wir es machen. Auf jeden Fall haben wir keine Stärkeprobleme mehr, nie wieder. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.